Gerade in Zeiten des Barocks und der Romantik, 1650 bis 1820, galt der Brief als wertvolles Unterpfand der Freundschaft an geliebte Menschen. Die Schwägerin von Ludwig XIV., Liselotte von der Pfalz, war im Schloss Versailles eine der eifrigsten Briefschreiberinnen ihrer Zeit. Gerade exemplarisch passte der Brief in die Epoche der Romantik, wo man handgeschriebene Texte wie kleine Kostbarkeiten hütete. Heute macht sich kaum noch jemand die Mühe, handschriftlich einen Brief zu verfassen. Wenn aber doch, sollte der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Vor allem den Schönschreiben der Kalligraphie muss in diesem Beitrag einfach ein Platz eingeräumt werden. Es geht um das Schönschreiben. Ich glaube, da gehört maßgeblich dazu auch die Kalligraphie. Was versteht man genau unter diesem Sprachgebrauch? Also die Kalligraphie, genau genommen vom Wort her, ist die Kunst des schönen Schreibens. Also Kalos ist schön und perfekt, ausgezeichnet, und Graphein bedeutet also Schreiben, aber auch Zeichnen. Also in Verbindung eben die Kunst des schönen Schreibens. Jetzt haben wir im September eben diesen internationalen Tag des Briefeschreibens. Wie schaut es überhaupt ums Briefeschreiben aus? Merken Sie da irgendwelche Trends, Tendenzen? Also ich merke nur die Trends und Tendenzen an mir selbst natürlich. Ich bin zwar berufsmäßig eine, die jeden Tag von Hand schreibt, aber die klassischen Korrespondenzen passieren auch digital, auch in meinem Fall. Es ist so, wenn man dann besonders emotionale Dinge mitzuteilen hat, dann geht es vielleicht wieder mehr ins Handschriftliche. Also ich habe festgestellt, dass ich die private Korrespondenz nach dem Tod meines Vaters zum Beispiel, dass ich da wieder auf den handgeschriebenen Brief übergegangen bin. Wer ist interessiert, schön zu schreiben im Zeitalter des E-Mails und der elektronischen Technik? Es sind sehr viele Leute interessiert, die natürlich sich als Kinder mit dem Schreibenlernen geplagt haben und dann als Erwachsene drauf kommen, sie brauchen dieses Handwerk jetzt kaum mehr und es fehlt ihnen irgendwie. Sie haben einen Sinn für künstlerische Dinge und trauen sich aber vielleicht doch nicht über ganz was Freies drüber wie Malerei und finden dieses leicht Gebundene, wo sie schon meinen, also auch Vorkenntnisse zu haben, durchaus attraktiv dann. Und wird die Form des Schönschreibens auch noch praktiziert heutzutage? Also wir haben in Europa generell und in Österreich speziell keine sehr gute Kultur oder keine sehr ausgeprägte Kultur der Kalligraphie, anders als in England, Amerika und dann speziell im asiatischen Raum. Aber es entwickelt sich wieder zu einem Hobby doch, ja. Wie schaut so ein Kurs bei Ihnen aus? Die Kurse sind recht unterschiedlich. Manchmal sind es themenbezogene Kurse, manchmal sind es Einsteigerkurse, sodass jeder kommen kann, der das mal ausprobieren möchte. Und inzwischen habe ich schon heraus, also wie man die Leute begleiten muss, dass sie erfolgreich sind. Es ist nämlich durchaus eine anstrengende oder sehr fokussierende Tätigkeit und oft wird es unterschätzt. Die Menschen kommen und sagen, ja, schreiben kann ich ja, das kann ja nicht so eine Hexerei sein und das schaut immer so nett aus auf den YouTube-Videos, da setzt man sich halt hin und schreibt. Und wenn sie dann merken, dass sie auch beim Halten der Feder schon Probleme kriegen und dass man da wirklich ein bisschen üben muss, da muss man halt begleiten. Dann. Vorkenntnisse wird man wahrscheinlich nicht brauchen, aber gewisse Utensilien, damit man das auch machen kann. Genau, ja, also es ist eine eigene Welt. Also manchmal kommen Leute, die sagen, ich habe eine schöne Schrift, deswegen mache ich Kalligraphie. Andere sagen, ich habe eine furchtbare, schreckliche Schrift, deswegen mache ich Kalligraphie. Aber es ist eigentlich für jeden ein Neustart, weil man ja mit ganz anderen Geräten arbeitet als sonst beim Schreiben. Und ist der Hintergrund dieses Schönschreibens, dass man einen Brief schreibt oder dass man vielleicht auch irgendwelche Aufzeichnungen macht? Warum kommen die Leute zum Schönschreiben? Manchmal sind sie auch mit dem Hintergedanken im Kurs, dass sie sagen, sie möchten ihre Handschrift verbessern, weil sie meinen, oder auch zu Recht meinen, dass das einen Einfluss hat auf die Feinmotorik der Hand. Und das Schreibschriftschreiben, wie gesagt, das gerät jetzt auch in den kalligraphischen Bereich und sehr oft wird eben auch der Wunsch geäußert, man soll also diese schöne lateinische Schreibschrift, die englische Schreibschrift ihnen beibringen. Also es hat vielleicht schon noch mit dem Briefeschreiben im Entferntesten ein bisschen zu tun. Wenn man zu seinem Kurs kommt, das lernen möchte, wie lange dauert das und auf was wird da Wert gelegt? Wie schaut der Kurs dann aus? Ja, es geht einmal um das Handhaben der Breitfeder, weil das ist ganz ein anderes Arbeiten als sonst und da kann es sein, dass das sehr schnell geht, dass die Menschen einfach wirklich drauf losschreiben und es funktioniert und andere müssen wirklich erst eine neue Handhaltung wieder lernen und das kann sich ziehen und da muss man halt ermutigend dann beistehen. Gibt es da auch ein bisschen was rund um die Geschichte, das man dann da erfährt?
Ja, durchaus. Also wenn die Fragen kommen, ich habe auch einmal Vorlesungen gehalten zu dem Thema und ich kann mich dann sehr ausbreiten, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten. Also wenn jetzt eine Schrift geschrieben wird, wie zum Beispiel eine Fraktur, dann erzähle ich natürlich auch, wo die herkommt, wie die entstanden ist oder einzelne Buchstaben, wie sich die entwickelt haben, weil die Form sich verändert und wieso und weshalb und deswegen. Also das wird erklärt. Die meisten Kurse sind ungefähr 2 bis 3 Tage lang, weil das ist die Zeit, die man sich gut einteilen kann, auch wenn man berufstätig ist. Ausnahmen sind so ganzwöchige Kurse, wie jetzt dann im August noch einer kommt. Und je nachdem, wie lang der Kurs dauert, ist das Programm. Also meistens hat man eine gemischte Gruppe, Einsteiger und Fortgeschrittene, und geht dann ziemlich individuell auf die Personen ein. Und es gibt also ein Einsteigerprogramm und ein Fortgeschrittenenprogramm, das ich so schon in der Tasche habe. Wie ist es heute noch um das Tagebuch bestellt? Im 20. Jahrhundert gab es wohl kaum ein junges Mädchen, das ihre Erlebnisse nicht handschriftlich festhielt. Diese kostbaren Erinnerungen wurden stetig erweitert und so als kleine Geheimnisse für spätere Zeiten festgehalten. Vorläufer des Tagebuches lassen sich schon in der Antike finden. Das Tagebuchschreiben im heutigen Sinne setzt in Europa mit der Renaissance ein. Ein Brief von den Jüngsten, auch heutzutage zumindest einmal im Jahr noch geschrieben, ist sicher das Briefchen ans Christkind. Und der wird in freudiger Erwartung des Verfassers nicht von der Post, sondern immer noch vom Christkind persönlich abgeholt. Sollten Sie jetzt Lust aufs Briefeschreiben bekommen haben und sich dieser Herausforderung stellen, ist Ihnen die Anerkennung Ihrer Liebsten sicher gewiss.